Und somit willkommen, Freunde, zu einer Runde Moons of Madness. Ich habe neulich schon bei Resident Evil gesagt, wir wachen in vielen Spielen immer wieder im Bett auf. So war das hier genauso, wir haben Weckruf bekommen und müssen jetzt erstmal unsere Raumstation untersuchen und schauen, was wir da finden oder was da passiert ist. Hello? Anyone there? Das sieht sehr nach Blut aus. Und das Wesen, was da abgehauen ist, sah ziemlich außerirdisch aus. Schien uns auch nicht sehr wohlgesonnen zu sein. Hebe eine Taschenlampe auf. Ach da. Ah. Jawohl, das ist die Taschenlampe. Jetzt können wir besser sehen. Gott, die ganze Raumstation spielt verrückt. Ja, das Schöne ist immer, wenn irgendwo was grün ist, können wir da reingehen. Ist ja wirklich schon sehr düster, muss ich sagen. Ist meine Taschenlampe jetzt wieder aus? Ach, ich habe die noch gar nicht angemacht, die Schlumpf. Naja, es ist auch nicht wahr. Ui, wer war das denn? Alter Schwede. Ich vermute mal, dass wir gerade in einem Traum aufgewacht sind. Und, dass es dann ganz normal weitergeht. Aber das ist schon, also wer so eine Träume hat, der sollte echt zum Psychologen gehen. Kaputt, okay. Oh, ein paar Grünpflanzen. Erinnert mich ein bisschen an Resident Evil. Okay, da braucht man nicht hingehen, das Rot. Oh, was war das? Irgendein Wesen, was sich zurückgezogen hat. Ah. Alles klar. Damit kann man jemanden schon mal auf die Schulter klopfen. Hier ist rot, da kommen wir nicht rein. Das ist auch rot. Okay, da brauchen wir auch gar nicht weiterlaufen. Das sieht so aus, als wenn hier irgendwas wächst, irgendwas wuchert, so schwarze Wurzeln oder irgendwelche Wesen oder ganz, ganz merkwürdig. So, da ist auch rot, da kommen wir auch nicht hin. Also ich finde diese Raumstation generell ja sehr gruselig. Ah, hier werden Tomaten angebaut. Sehr schön. Gesunde Ernährung ist das Stichwort. Oh, jetzt laufe ich hier schon wieder lang. Ich muss doch gar nicht lang. Das ist nämlich, glaube ich, wieder zurück. Ah, genau. Hier können wir den Kuhfuß einsetzen. Was ist das denn für eine eklige Masse, die hier rumliegt? Und immer dieses Vieh, was sich vor uns versteckt. Also was wieder abhaut und sich kurz blicken lässt. Come. Blow out the candle. Oh, wer spricht da? Also die Luftballons sind ja schon wieder... Eieiei, wer bist du denn? Oh, Mann, Mann, Mann. What was that? Rise and shine, folks. Is everybody okay? I almost spilled my coffee. Oh my gosh. I'll have to check the readings, but that may have been our biggest quake yet. Oh, das habe ich geschafft. Standard procedure. Newhart, you know what to do. If there's any critical damage to the base, let me know. Yeah, okay. No problem.
Dr. Van Buren, you will assist me at the landing site for the Cyrano. Declan, you're on comms. Find any system issues, relay them to Shane. Aye, aye, Captain. Switch to a private frequency, Declan. No chatter on open channels. Over and out. So, ja, genau. Channel time. Es ist hier so eine alternative Steuerung, weil wenn ich nach oben gehe, kann ich lesen. Also man hat mehrere Optionen an einem Objekt. Hier kann ich umblättern und ganz unten kann ich die Inventar hinzufügen. Ich denke mal, die Karte ist wichtig. Aber ich muss sagen, ich bin gerade aufgestanden. Also ich hatte recht, das war gerade ein kleiner Albtraum. Natürlich auch die Frage, warum die alle so viel am Morgen quatschen. Was haben wir denn hier? Aufheben, okay. Können wir das Bett reinschieben? Sonst hier noch irgendwas anderes außer den Computer. Also wir kommen hier auf jeden Fall noch nicht raus. Da ist das Schlosssymbol. Jawohl. So, was haben wir denn hier? Lesen. Lieber Dad, ich muss dir etwas beichten. Ich will dir sagen, hey. Und das wurde gestrichen. Diesen Brief habe ich dir schon 6-mal umgeschrieben. Und vermutlich schreibe ich ihn noch öfter um. Ich habe viel Zeit, bevor ich ihn dir schicken kann. Du verdienst es. Ich sag's ganz offen, ich bin nicht in der Antarktis. Diese Spezion gibt es nicht. Und falls doch, bin ich nicht dabei. Ich bin etwas weiter weg auf dem Mars. Ich hoffe, du kannst mir vergeben. Meine Notlüge ist keine Geringschätzung. Die Firma nimmt Geheimhaltung sehr ernst. Vermutlich haben wir uns längst persönlich getroffen, bevor ich dir das hier schicken darf. Ich will, dass du es von mir hörst. Ich möchte, dass du weißt, dass ich dich liebe, was ich dir eigentlich sagen will. Okay. Lesen. Können wir noch eine andere Option, dass wir umblättern können oder so? Ach doch, halt, da war noch eine andere Option. Die habe ich gerade übersehen. Ach nee, das war nur Lesen und Verlassen. Alles klar. Weil. And what better way to start the day than assessing possible life-threatening damage from minor seismic activity? Hmm. Beautiful. Oder liegt das? That's what I've been told. Good luck out there, Sport Dad. So, da war noch eine. Umblättern. Da war eine Nummer drauf. 0509. Ah, die sollten wir uns merken. Was mich wundert, warum das Spiel Moon of Madness heißt. Warum heißt es denn nicht Moon of Mars? Mars of. Also Moons of Madness heißt das Spiel. Warum heißt es nicht Mars of Madness? Kann aber sein, dass es ein Mars-Mond ist, den wir spielen. Okay, wir gehen aber erstmal an den Computer ran. PC benutzen. So. Einmal 0. Fünf. War das, glaube ich. Jawohl. Erfolg. Was steht denn da? Memo, Deklan, Sicherheitsupdate. An alle Mitarbeiter, bitte denken Sie an das neue Sicherheitsupdate, das morgen installiert wird. Andernfalls sind Sie möglicherweise vorübergehend in Ihrem Zimmer gefangen. Notieren Sie sich den Code, um ihn nicht zu vergessen. Okay. Das haben wir ja gemacht. Wir haben den wahrscheinlich auch ein Bild notiert. So, guten Morgen, Sportsfreunde. Wilcox war so freundlich, dich heute etwas länger schlafen zu lassen. Aber das heißt auch, dass Dr. Van Buren zur Absturzstelle der Cyrano unterwegs ist. Ich werde das Problem also erst melden, wenn er zurück ist. Ich weiß, dass Lukas am Code des Biomessgeräts rumgespielt hat. Okay. Ist das hier streng vertraulich? Dr. Neverhardt, Ihre allgemeine Vertraulichkeitsvereinbarung wurde aktualisiert. Bitte melden Sie sich baldmöglichst. Sie erhalten diese Nachricht nur aus Höflichkeit. Sämtliche Änderungen sind bereits in Kraft. Hochachtungsvoll. So, haben wir hier noch was? Das Zweifaltigkeitsgesetz ist ein interessantes Konzept. Tritt im Kosmos ein neues Phänomen auf, ist es eine Anomalie? Okay. Tritt dasselbe Phänomen aber nochmal auf, impliziert dies angesichts der Größe des Universums, dass es noch viele weitere gibt. Okay. Alles klar, aber ich glaube, das Wichtigste, was wir jetzt hier machen können, ist einmal okay, die Tür zu entriegeln. Confirming my ID bypassed security for my room. Doors unlocked now. Sehr schön.
Okay. Er müsste die Tür hier hinten auf sein. Jawohl. Ist wie in unserem Traum. Überall, wo wir durchgehen können, ist auf jeden Fall grün. Well, the rest of the team's out dusting the landing pad. And Dr. Volkova's apparently deep into her biocultivation duties. So, I guess that means you have the base all to yourself. Verschlossen. Where are you? Once more, I venture to the great unknown. On duty at the satellite dish. And currently communicating, which is technically my job. Kind of. Ist doch nicht deren Ernst, oder? Ah, öffnen, alles klar. Ah, da waren Medikamente drin. Kann ich die auf... Ah, ne, Männchen sind da drin gewesen. Aufrichten, Steuerung. Ich dachte, da sind irgendwelche Medikamente rausgefallen oder so. So sah das aus. Seien Sie gegrüßt, Crewmitglied. Als Mitglied der Invictus-Teams, ach, wir nennen es Invictus, und Mitarbeiter von Manticore Orochi sind Sie verpflichtet, sich an gewisse Sicherheitsprotokolle zu halten. Alle Orochi-Einrichtungen, das hört sich ja komisch an, dieser Marsbasis eingeschlossen, sind nach Sicherheitsfreigaben sektioniert. Nicht jeder Mitarbeiter hat Zugang zu allen Sektoren. Ihre ID-Karte enthält eine Ziffer, die Ihre Sicherheitsfreigabe angibt. Sie benötigen Ihre ID-Karte, um Ihren Rahmen, Ihre Sicherheitsfreigaben auf Türen, Sektoren, Computer zuzugreifen. Okay, den Code haben wir ja. Können wir das Protokoll nochmal drehen oder so? Nö. Alles klar, haben wir das gelesen und gehen hier erstmal durch. Ach, hier können wir nach draußen gucken, ist ja auch sehr schön. Oh, what the hell? Hey! What's up with the lights? Yeah, getting some odd spikes in power as the batteries kick in. Yeah, you just hang tight while I do your job for you, okay? No, have a coffee. No, really, take a load off. Okay, wir haben Probleme mit der Batterie. Das ist ja nicht schön. Aber das passt ja zu dem, wie das Spiel angefangen hat. Oh, hier können wir uns... Who put up this sticky note about the witch? You like my drawing? I made it last night. Hmm, do I like poking fun at a shared paranoid delusion while everyone is tired and isolated from human contact on Mars? Okay, killer. Remind me not to talk to you before you've had your coffee. Oh, wir trinken mal einen schönen Kaffee, na, das ist doch... Sieht aber aus wie Öl. Also den hätten sie mal ein bisschen brauner machen können. Jetzt ist er braun, okay. Konsumieren. Objekt anbringen. Vielleicht können wir den auch ins Inventar stecken. Da braucht man den noch später für irgendwas. Man weiß es ja nicht. Konsumieren, konsumieren. Ne, wir können den nur konsumieren. Dann trinken wir noch einen, aber dann ist gut. So. Prima, ja, der Kaffee war gut, war lecker. Oh, was haben sie hier? Die haben ja auf dem Mars eine Frühstücksmaschine. Sondergleichen. Can you check your bio gauge and see if your daily objectives have been updated? Copy that. Crap. What's up? I seem to have misplaced my bio gauge. Josie saw it in the lab on her way out. Told me to tell you. Better get it before you do anything else. Speaking of which, that should do it. I fixed the lounge door to the lab. Das sieht ja ziemlich lecker aus. Also ich sag mal, die in der Mitte würde ich als Eiweißriegel sehen. Aber die links sehen auch ein bisschen aus wie Fischstäbchen, oder? Mal ganz ehrlich. Also. Hm. Naja. Jetzt haben wir Kaffee getrunken, jetzt haben wir gefrühstückt. Bewege dich schneller, indem du Shift L drückst. Okay. Ah, hier liegt noch was zum Lesen, oder? Er hat einen Briefkopf von Orochi. Es ist also offiziell neue Bilder für ihre ID-Karte zur Freigabe. Commander Wilcox Management. Sie frisieren ziemlich gut. Delaporte Freigabe erteilt. Okay. Kann man auch nur lesen, kann man nicht umdrehen. Irgendeine geheime Botschaft. Ah, der sieht schon geil aus, ne? Könnte man sich so als Wohnzimmer vorstellen. So eine Art Raumstation. Kannst du schon rausgucken hier.
Boah, ist ja eine geile Sicht. So, dann gehen wir mal hier lang. Oh, das ist ja die Tür, hat ja, zickt ja genauso rum wie bei uns im Traum. Das ist ja schon fast wie ein Déjà-vu. Und der Schrank ist auf. Und wie in unserem Traum ist der Kuhfuß auch am Boden. Das ist interessant. Krasse Sache. Okay, dann wollen wir da mal rein. It's not important. It's just weird. You're forgetting the last three times something malfunctioned in this over-engineered campsite. Now, where is that bio cage? Okay. Das ist, sage ich mal, ja, wie soll ich sagen? Nicht ganz so gruselig wie in unserem Traum. In unserem Traum war es mehr Psycho. Da sind ja irgendwelche Viecher aufgetaucht. So, er sucht jetzt auf jeden Fall sein bio cage. Gucken wir mal, wo der rumliegt. Ich vermute mal, der wird hier irgendwo rumfliegen. Ist er das schon? Aufheben. Umblättern. Hätte man auch in Umdrehen umsetzen können, aber okay. Also übersetzen meine ich. Just my luck. I need to find something that can fit in there. Declan, I found the bio gauge, but it won't turn on. I need to reset it. Find something small and thin. A pen should work. Ah, hier ist ein Kugelschreiber, vielleicht geht das ja. Jo, super. Habe ich auch nie verstanden, warum man Geräte entwickelt, indem man, um es zu resetten, kleine spitze Nadeln oder so einführen muss. Warum kann man da nicht irgendwie so einen kleinen Reset-Knopf oder so dran bauen? Aber naja, Entwickler werden sich dabei schon was gedacht haben. Ah, jetzt können wir es aktivieren. There, got it working. Great. You should be able to reboot the security system now. Just scan the servers with the bio gauge. Sehr interessant. Scannen, um dich mit dem Sicherheits zu verbinden, okay? Ah, ich glaube, hier könnte das. Ja, hier ist eine Art WLAN. Ach, wir müssen erstmal rechte Maustaste drücken. Und dann links drücken. Warum? Drücke rechte Maustaste, um die Umgebung mit Bio-Messgerät zu scannen. So, verbinde dich mit dem Gerät, indem du linke Maustaste drückst. Das System ist gestört. System neu starten? Ja. Ah, alles klar, es werde Licht. Das ist ja schon gottgleich. Zur Solaranlage gehen, da habe ich halt mein Problem. So, Declan de Lapore, ich habe mit X3 Spektrometer von Manticore Marsgestein und Bodenproben analysiert. Also wir sind doch nicht auf dem Mond, wir sind auf dem Mars. Ja, also warum nicht Mars of Madness? Egal. So, bla 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 bla. Okay. Müssen ja nicht alles lesen, ich sage mal, wenn das nicht für unsere Missionen irgendwie wichtig ist. Das ist immer so der Unterschied, finde ich. So, lesen. Das ist auch nichts. Ich habe das bei Resident Evil auch gemacht. Man kann sich da natürlich totlesen. In manchen Punkten gibt es auch Hinweise, dass in irgendein, sagen wir, für irgendein Tresor irgendwie eine Nummer, ein Geheimzahl oder so vorhanden ist, aber ich weiß nicht, ob das in jedem Spiel so ist. Was haben wir denn? Achso, hier ist nochmal eine Erklärung. Why private space travel? What is Orochi Group? Schließen, ja. Gehen wir mal weg. So, wir sollen jetzt zur Solaranlage. Mal schauen, wo, wie wir da hinkommen und wo das ist. Was kann ich? Gibt es hier eigentlich eine Karte? Nee.
jetzt M drücken oder so? Gibt keine Karte. Jetzt müssen wir mal schauen, wie wir zu dieser Solaranlage kommen. Hier irgendwas. Das sieht so aus wie ein Lagerraum mit ganz viel Werkzeug und so. Bisschen unordentlich. Okay, da finden wir aber auch nichts. Ist hier noch irgendwas? Ich glaube, von da komme ich ja, ne? Genau, ich bin links abgebogen, da war der Lagerraum. Gehen wir mal geradeaus. Airlock, okay. Alles klar, ich glaube, hier sind wir richtig. Weil das ist ja die Schleuse um... Genau, hier können wir uns den Helm nehmen. Okay, da kann man wieder hinhängen. Mal wieder ausrüsten. Alles klar. Aufsetzen, so. Müssen wir mal schauen. Was haben wir denn hier? Luft auffüllen. Ah, sehr gut. Sauerstoffniveau auf 100%. Prima. Außenatmosphäre, okay. Ich finde diese Schleusen so faszinierend, weil die gibt es ja in echt auch. Das ist jetzt kein Science Fiction, was wir hier spielen. Boah, sieht schon ganz nice aus. Also, wenn der Sand nicht rot wäre, würde ich sagen, wir sind auf der Erde. Aber der Mars ist ja auch ziemlich erdähnlich, nur ist halt ziemlich rot. So, prima. Wir haben auch nochmal unseren Airlock. Mal schließen. Sauerstoffniveau bei 95%. Können wir das hier eigentlich nochmal auffüllen? Ja, hier nochmal Luft auffüllen. Braucht man eigentlich nicht. Machen wir, glaube ich, beim Aussteigen auch nochmal. Weil wir gehen jetzt ins Fahrzeug rein, würde ich vermuten. Ja. Ich weiß nicht, ob wir da unbedingt einen Helm brauchen oder so. Ach ja, doch, wir haben unseren Helm immer noch auf. Was ist hier drin? Kann man aufmachen, aber... Ist ein Feuerlöscher? Hm. Okay, steigen wir mal ein. Mensch, ich bin so ein Ding noch nie gefahren. Das kann ja ein Abenteuer werden. So, Maschine starten. Ah, wer fährt Gott sei Dank alleine? Declan, I am buckled in and headed to the solar panel array. Well, now you've got nothing to do but listen to me. Just when my migraine was starting to clear up. I'm actually glad to have the Cyrano landing today. Some fresh faces. Muss ja in dem Spiel auch so sein, dass ich das steuere. Besser gesagt, dass es automatisch gesteuert wird, weil ich kenne ja den Weg gar nicht zur Solarstation, also von daher. Ja, you're not the only one having strange dreams there, Ace. You too? Oh yeah. I mean, put yourself in my shoes. You log out after your shift. Find den Himmel aber ziemlich gruselig, so feurig irgendwie. It feels like you're back at your desk and you hear the static again. Calibrate, more static, calibrate, then something sounds different, it's a pattern, you start decoding it, it's gibberish, but the static keeps talking. It wants you to hear the symbols. Okay, wir sind wohl angekommen. Yeah, don't worry about me, big guy. They're just dreams. Yeah, and then I wake up and there's scribbled notes around me. Feels like I haven't slept at all. All right, I showed you mine, now lay it on me. Dreams, nightmares, fantasies, your deepest, darkest fears. Let's hear it. Sorry, I just pulled up to the office.
Die Energieversorgung der Basis müssen wir wiederherstellen. Ich bin mal gespannt, ob wir von hier aus... es ist ja ziemlich dunkel. Ach, da oben ist das ist wahrscheinlich der, einer der Marsmonde. Es gibt ja mehrere. So, Sauerstoff bei 100%, brauchen wir nicht aufladen. Ich würde mal interessieren, ob die das auch simuliert haben, dass man den, wir füllen nochmal auf. My oxygen levels are already full. Okay, prima. Ob die das simuliert haben, dass man so die Art, die Sonne vom Mars aus sehen kann. Das würde mich mal interessieren, okay, wie das aussehen würde. Elevator's not working. Someone must wie die Sonne auf, auf der Erde aussehen, wissen wir ja. I'm heading up to the perilous rocky da oben. War eigentlich hier auf der Erde ein bisschen kleiner irgendwie. Have fun. Oh, hey, just got an update from Commander Wilcox. Landing site preparations are underway. Also, she told me to clean up my shit at the comms tower. She didn't want to scare off the new recruits. I like Josie. Oh, keine Energiezelle. Also können wir damit nicht fahren. Das ist ja scheiße. Was machen wir denn da jetzt? Okay, dann gehen wir mal hier lang. Gibt bestimmt einen anderen Weg nach oben. Natürlich aufpassen, dass wir wieder alles einsammeln, was wir irgendwie finden. Ich neige ja mal dazu, an Sachen vorbeizulaufen, mich zu wundern, warum die im Adventure dann fehlen, wenn ich sie brauche. So, hier ist auch keine Energie. Hier ist auch keine Energie. Okay, macht ja auch Sinn. Also, wenn die Energie gestört ist, Energiezelle einsetzen. Aber ich glaube, mein Problem ist, ich habe gar keine. Also ich muss erstmal suchen, ob ich eine finde. Hier von da kommen wir ja, ne? Würde ich sagen. Genau, wir sind da drauf zugegangen. Gucken wir mal hier lang. The solar panels are definitely desynchronized. I'll have to connect with my bio gauge to rotate them. Die Stromleitung finden. There may still be enough hours of daylight to recharge the overnight batteries. What? Who is taking power cells from my solar array? Declan, who was out here last? Probably Lucas on some errand for Volkova. They're always up to something weird. Creeps me out. I have never met a normal botanist. So. Steuerklasse. Diese Steuerkonsole ist direkt mit dem Solarmodul verbunden. Der nächste Generation. Okay, ich bin. Das kann ja auch nicht funktionieren, weil hier kein Strom drin ist. Oh Gott. Also, da habe ich ja echt ein bisschen Probleme beim Denken gehabt. Oder ein bisschen Pech beim Denken. Ah, Luft auffüllen. Auch wenn wir noch bei 80% sind, ich finde das sehr wichtig, weil wir können ja mal in eine Situation kommen, wo wir überhaupt nicht weiterkommen im Spiel. Und wenn du dann keine Energie hast, dann guckst du mal wie ein Auto. Keine Energie, Sauerstoff meine ich. Ich meine, wir wollen ja auch nicht ersticken. Oh, hier ist, was? Scannen? Okay. Können wir die Zelle hier nicht reindrücken irgendwie? So. Das haben wir gemacht. Jawohl. Jetzt wäre es ja schön, wenn ich diese Sicherung hier mitnehmen könnte. Oder Energiezelle oder was das ist. Aber. Kann ich es ausmachen? Mal anmachen. Nur mal gucken, ob es da irgendwas anderes gibt, was ich was übersehen habe. Solarzelle. Kann ich nichts machen? Nö, können nur verbinden. Biometrisches Gerät halten und wegzoomen, okay. Ich kann mit Alt L, kann ich irgendwie zoomen? Mal gucken.
Ach so, alles klar, ja. Gehen wir mal wieder zurück. Jo, verlassen. Na toll, jetzt haben wir hier eine Energiezelle und können die nicht einsammeln. Ja, auch wieder schönes Rätsel. Wenn ich sehe, wie schnell die Energie weg ist hier. Hier liegt hier irgendwo eine Energiezelle rum, ne? Wir sollten ja auch ein Stromkabel finden, ne? So, aber ich lade nochmal den Sauerstoff auf, weil wie gesagt, ich kenne mich hier überhaupt nicht aus und ich würde mich wahrscheinlich überall nur verlaufen. So, prima. Hier finden wir hier irgendwas. Ja. Beck haben sogar dran geschrieben, dass das die Rückseite ist. Sehr schön. Findet man hier irgendwas? Nö. Ja, das ist wieder so das Thema, dass man einfach zu lost ist. Wenn man sich überhaupt nicht auskennt. So, hier ist ja wieder eine Energiezelle, die fehlt. Ich weiß nicht, warum ich die da oben nicht einfach rausziehen kann und kann die woanders reinstecken. Aber okay, das muss wohl so sein. Ja, dann würde ich sagen, gucken wir uns hier mal ein bisschen um. Auf jeden Fall läuft ja auch ein bisschen holperig, würde ich sagen. Aber der Wind pfeift genauso wie auf der Erde. Declan, a whole section of the scaffolding here has collapsed. Oh, it was the witch! Or we had a minor quake recently. You know, take your pick though. So, keine Energie. Ist auch klar. Ich würde sagen, wir gehen mal wieder zurück. Ist er jetzt außer Atem, oder? Was können wir denn eigentlich mit dem noch machen? Können wir eigentlich mit der die Umgebung... Ah, alles klar, wir können die Umgebung scannen und der zeigt uns genau dann, wo wir lang müssen. Alles klar, es hat mir so ein bisschen gefehlt. Weil ich muss ja wissen, wo meine Ziele sind oder wie ich die abarbeite. Genau. Alles klar, er zeigt mir sogar den Weg, wenn ich der rechten Maustaste länger drauf halte. So, okay, Sauerstoff nochmal auffüllen. Ich bin da ein bisschen ängstlich. Ja. Alles klar, so. Hier war ich doch schon. Jetzt muss ich noch mal genau gucken. Ich habe ja gesagt, der zeigt mir das hier an mit der rechten Maustaste. Ja, alles klar. Ja. Das klappt irgendwie nicht immer, aber... Prima, also hier sollen wir lang. Scheint die Energieversorgung da zu sein. Das ist ja seltsam. Okay, hat die auch gesagt, wir sollen Stromkabel finden. To get out of the base. Walk around. Yeah, it's nice to step outside. Breathe in that non-existent Martian air. Well, there's that. But I can move out here. I don't know, spread my wings a bit. Like a beautiful dead Martian swan. Like a dead Martian eagle, thank you. Kein Strom, okay.
Macht ja auch Sinn. So, die Forschungsstation sollen wir auch erkunden. Gehen wir da mal rein. Genau. Ist auch wieder eine Station. Mit Schleuse. Mein Helm hinsetzt. Oh, sie sind sogar zwei Helme. Ah, ach du Scheiße. Alter. Ich dachte, das ist ja, wir sind auf der Station. Ach, ich bin ja an der Schleuse, muss die Atmosphäre umschalten, ich Schlumpf. Ja. Innenatmosphäre, alles klar. Jetzt kann ich den Helm auch hinsetzen. Oh, das hätte mich ja fast gekillt, ey. Ja, die ganze Spielerei umsonst gewesen. Ja, Helm aufgesetzt. Hingehangen. Oh Gott, mein Sprachzentrum ist noch nicht da. Ui. Don't know. Thought I saw someone. Don't see anyone now. Let's just get this done. Es geht ja bei uns hier schon los, wie in einem Traum. So, was ist das hier? Da kommen wir nicht hin. Prüfer Declan, Delapore, schließen. Nach 133 Soll ist die Primärmission endlich ein Erfolg. Wir haben 36,8 Kilometer östlich von hier ein mögliches Wassereislager entdeckt. Okay. Das ist schön. Computer hat keine Energie, das ist auch klar. So, hier muss auch die Energieversorgung wiederhergestellt werden. Schade, dass hier nicht irgendwo so eine Energiezelle mal rumliegt. Also, das wäre doch mal ganz nice. Damit wir die einsetzen und weiter können. Ja, aber hier finde ich, glaube ich, nichts weiter. Öffnen. Ah ne, von da sind wir ja gekommen. Da gehen wir wieder zurück. Weil da ist ja noch eine andere Tür. Why is this locked? Why are the lights off? Die verriegelte Tür öffnen. Ich glaube, die können wir auch erst öffnen, wenn die Energie wieder hergestellt ist. Aber, wir müssen doch irgendwo noch mit diesem blöden Labor hier gerade am Anfang irgendwas finden. Ich kann mir nicht vorstellen, dass hier gar nichts ist, irgendwie. Oder wir müssen draußen irgendwie suchen und die Energiezelle erstmal finden, damit wir hier weitermachen können. Das kann natürlich auch sein. Klingt sogar sehr plausibel. Keine Energie. Ja, ansonsten ist hier nichts, mit dem wir irgendwie interagieren können. Nö. So ein Medikamentenschrank oder so? Ist da noch irgendwas? Nö. Okay, dann gehen wir wieder raus und suchen weiter. Also muss ja draußen irgendwas sein. So. Dann mal Helm aufsetzen. Laden Sauerstoff nochmal vorher auf. Ja, also ich sage immer Sauerstoff, Luft auffüllen, aber... Jo, prima. Sicher ist sicher, ne? Wie gesagt, wir kennen uns hier überhaupt nicht aus. Und wir können ja auch draußen rumlaufen, wie Forrest Gump. Und wenn man immer draußen rumläuft und verläuft sich, dann hat man echt ein Problem. So, wir sind von da gekommen. Super. Ich bin ja einmal hier rumlaufen. Immer eine kleine Station. Dann mehr so wie so eine Art Zelt oder so. So. Okay, jetzt drücken wir mal die rechte Maustaste und lassen uns nochmal anzeigen, wo wir lang müssen.
Ah, hier können wir die Energiezelle entfernen. Super. Alles klar, dann können wir ja rein und können die da drin einsetzen. Ja, das ist doch sauber. Habe ich gar nicht gesehen. Prima. Also rein in die Olga und dann geht's los. Prima. Müssen wir die Atmosphäre umstellen? Außenatmosphäre. Wieder auf Innenatmosphäre. Prima. So. Ja, artig Helm hinsetzen. Theoretisch könnte man den ja auch auflassen, oder? Ich meine, aber wozu? So, genau. Hier können wir jetzt die Energiezelle einsetzen. Ah, super. Was mich wundert, warum der den Deckel immer nicht zumacht, wenn die Energiezelle eingesetzt ist, aber... Okay, vielleicht ist das gar kein Deckel. So, die Tür ist verschlossen, okay. Alles klar. Hey Declan, why don't you give me your password? I'm just gonna check out your browsing history. Hard pass. Tür entriegeln. Was kann man denn noch? Notiz verschenken. Protokoll. Okay, aber Tür entriegeln ist auch hier wieder, glaube ich, das Wichtigste. Also die Station ist ja nicht groß, es sei denn, sie würde irgendwie unterirdisch noch weitergehen. Oh, eine Energiezelle, super. Oder so. So. Die Solarzellen automatisch ausrichten. Ist hier sonst noch irgendwas, was wir finden können? Nee. Das war's, ne? Okay, dann gehen wir hier wieder raus. I should grab that cell powering the facility before I go. Die nehmen wir auch mit. Dass hier übrigens alles noch funktioniert, muss eine Art Notstromsystem sein. Brennt ja auch eine Lampe. Die Luft drauf füllen. Jo. Prima. Haben wir gut gemacht. Jetzt müssen wir auf die Atmosphäre noch umstellen. Ja, machen wir ruhig. Müssen wir wahrscheinlich so zu machen, wenn wir die Schleuse vorher öffnen wollen. Also die Tür öffnen wollen. Macht ja keinen Sinn. Shane, what is the situation at the solar site? Panels are out of alignment again. Until the Cyrano gets here, I don't have the parts to test. Can't confirm the issue 100%. All right, just so you know, anything breaks around here and I've got four Orochi execs on my ass. If you want to explain to them why a multi-million dollar piece of equipment is being manually adjusted every day, be my guest. But we have a mission and I'd rather focus on that, not fucking filling out paperwork. Copy? Copy. Not your fault, but after the Cyrano lands, no excuses. Get it done. Over and out. So, das ist jetzt schon mal eine schöne Sache, weil wir haben jetzt unten die eine Energiezelle eingesetzt, dass wir hier wieder hochfahren können, haben Strom hergestellt. Die andere Energiezelle haben wir gebraucht, oder brauchen wir jetzt, um die Solarpanel wieder richtig einzustellen. Boah, sind wir doch weitergekommen, als ich dachte. Oh, hier. 92%, das ist wie beim Handy, wenn man seinen Akku nicht geladen hat. Oh Gott. Ja, nicht, dass er gleich leer ist. So, und dann laufen wir hier mal hoch und gucken mal, was wir da machen können. Ja, hier ist ja eine Energiezelle drin, okay, stimmt. Dann müssen wir zur anderen Seite.
Hier hat die, glaube ich, gefehlt. Jo. Was haben wir jetzt? Jetzt haben wir die hier eingesetzt. Aber wir können jetzt hier nichts machen. Nimm die Energiezelle hier mal raus, weil ich glaube, die bringt hier nichts. Die müssen wir nochmal woanders einsetzen. Geh mal nach hier oben. Ich glaube, hier war ja auch noch irgendwo was. Die jetzt hier einsetzen, kommen wir wieder zu unserem Fahrzeug. Das so Sinn macht, das weiß ich natürlich auch nicht. Vielleicht auch im Rückweg, aber von da sind wir gekommen, von unserem Fahrzeug. Okay. Ne, wir bleiben dann erstmal da hier, weil es hieß ja, wir sollen die Solarpanel richtig ausrichten und ich vermute mal, wir müssen hier, ja, wie gesagt, die Energie wiederherstellen. Jo. Okay, mach mal an. So, gucken, kann ich noch was anderes machen außer verbinden? Nö. Ja, nochmal auftanken hier. Schon wieder bei 82%. Aber wo steuert man die Module? Laufen jetzt in einer unbekannten Gegend rum, ja? Okay, hier sind die Sonarpanel. Nicht so nah, Solar. Gott. Ja, wenn ich jetzt mit der rechten Maustaste drücke, bekomme ich keinen Hinweis. Wo ich denn hin muss. Ist ja alles sehr komplex und komisch. Also ich habe hier die Solarpanel. Hier war ich auch schon drin. Ich habe quasi alles eingesetzt, also den Strom wieder hergestellt. Oh, hat er ein Problem mit Sauerstoff? Oder ist das, weil ich so viel laufe? Sieht mein Sauerstoffgehalt aus? Kann ich das irgendwo sehen? Oh, 82%. So, Ziele. Inventar, da haben wir die Karte Energieversorgung Basis
wiederherstellen, die Solarzellen ausrichten. Ah, hier kann ich die Ziele auch definieren. Also ich kann da links nach oben, ne, kann es auswählen. Nö. Wo richte ich? Wie richte ich die? Ah, okay. Steuerkonsole der Lugenklasse. Ah. So, jetzt habe ich nach oben gedrückt, kann nach unten. Die jetzt ausgerichtet? Muss jetzt die hier noch ausrichten? Okay. Also er scannt die, ne? Und sagt, das Alright Solar besteht aus 4000 Hochleistungszellen pro Quadratzoll. Das Konservierungsverhältnis bleibt dank eines Oszillatorenrahmens, der eine maximale Aufladung aller Zellen erreicht. Konstant optimal. Okay. Dann haben wir... Mal gucken, was mit dem Panel da hinten rechts ist. Ob wir das vielleicht umstellen können. Also wenn wir die ganz links hier einstellen können und ganz rechts, dann können wir ja nur die hier in der Mitte einstellen. Das sind die einzigen, die ich auch verändern kann. Wie habe ich das denn vorhin gemacht? Ich habe die doch vorhin gescannt. So, das ist unser Inventar. Ziele, Energieversorgung der Basis wiederherstellen. Das haben wir gemacht. Die Solarzellen optimal ausrichten. Können ja nochmal runtergehen zur Station. Vielleicht habe ich da auch noch was übersehen. Wir sind nur 70% Sauerstoff. Das macht mich schon wieder ein bisschen panisch. Kann ja auch sein, dass wir die Solarzellen von hier innen drin irgendwie einstellen müssen am Computer. Die Solarpanel nicht. Ich sage immer Solarzellen, das gibt's ja nicht. Also heute ist aber echt der Wurm drin. So, Knopf drücken. Atmosphäre wird gewechselt. Sehr schön. An. Ja. Ist jetzt mal unseren Helm ab. Ist ja jetzt auf Innenatmosphäre, ne? Ja. Brauchen
brauchen hier keinen Helm in der Station. So. Jetzt gehen wir hier nochmal am Computer. So. Did Lucas think I wouldn't notice something missing from my outpost? Lucas Van Buren, Employee of the Month. Nö. Wir können hier nichts machen. Wenn ich die jetzt hier drin lasse... Obwohl, vielleicht kann ich die nur ausrichten, wenn die Station unter Strom ist. Ich weiß es nicht. Wir werden es einfach mal probieren. So, nochmal Luft auffüllen. Natürlich zu 100%. Jawohl. Sehr schön. So, und jetzt können wir natürlich, weil wir die da rausgenommen haben, nicht mit dem Fahrstuhl fahren. So. Ah, hier ist ja auch noch eine Energiezelle. Ah ne, einsetzen, okay. Ist auch interessant. Warte mal, dann machen wir das mal. Dann nehmen wir die Energiezelle hier mal raus und setzen die da mal ein. Die Luke auf. Helm lass mal kurz auf. Kostet sonst nur Zeit. Nehmen die Energiezelle. Zack. Es ist hier dunkel. Zappenduster. Luft auffüllen. Man kennt ihn. Okay. Tür auf. Ach ja, umswitchen. Jetzt bin ich auch mal gespannt, was passiert, wenn wir da die Batterie einsetzen und die Energiezelle. Das Fahrzeug an. Maschine starten. Okay, wir können nichts machen. Funktioniert irgendwie nicht. Ja, dann nehmen wir die Energiezelle wieder raus. Ist klar, aber auf jeden Fall habe ich ja jetzt auch gemerkt, wenn Strom da ist, auch bei dem Panel, und ich die rechte Maustaste drücke, dann habe ich natürlich Zugriff auf die Geräte. Das heißt, mit der rechten Maustaste müssten wir die Solarpanel... ach, hier können wir auch fahren, genau. Mit der rechten Maustaste müssten wir die Solarpanel auf jeden Fall scannen können und die dann auch einstellen können. So, wenn da aber keine Option ist, ja, dann können wir nichts machen. Prima, kann ich die Energiezelle jetzt hier noch rausnehmen oder so? Nö, hier ist ja keine. Die ist ja unten. Okay, also. Wir scannen jetzt hier nochmal die hier. Da haben wir keine Option, da können wir nichts machen. Da ist auch nichts. Auch nichts machen. Wobei...
Alles klar, so läuft das Verbinden. So, die sind jetzt auf 46%. Warte mal. Scannt er denn jede einzelne hier oder habe ich. Verstehe ich das falsch? Ne. Müsste ich ja theoretisch nach meiner Theorie hier mit der rechten Maustaste scannen können. Nach links gehen. Verbinden. Und kann die hochfahren. Ah. Das ist das Maximale, was wir kriegen können. 57 ist das Maximale. Okay, dann gehen wir mal nach hinten. Gedauert, bis ich das verstanden habe. Mann, Mann, Mann. Manchmal ist man echt schwer vom Begriff. Ja, die kann ich jetzt hier nicht ausrichten. Kann ich nichts machen. Die aber jetzt auf 56% habe. Vielleicht kann ich mit der richtigen Einstellung mit denen hier die Zufuhr wieder auf 100% stellen. Ich kann mich jetzt hier aber nicht mehr verbinden. Nö. Also von meiner Seite ja. Aus, weil ich mich ja mit den Solarzellen nicht mehr verbinden kann, ist das für mich hier richtig eingestellt. Ganz klare Sache. Die sind ja so aufgestellt. Die sind so aufgestellt. Irgendwie. Wir tanken gleich auch nochmal Sauerstoff. Wie machen die mir hier vorne noch Sorgen? Schauen wir uns das gleich nochmal an. Auch das Rätsel werden wir noch lösen. Uns hier nicht verbinden. Wir gucken mal, was unsere Ziele sind. Energieversorgung der Basis wiederherstellen, Solarzellen optimal ausrichten. Ich bin der Meinung, wir haben die richtig ausgerichtet. Ich kann ja auch hier nichts mehr machen, also. Ich kann höchstens noch mal gucken, ob es noch woanders Solarzellen gibt. Ah, ich sage immer Solarzellen. Ihr wisst, was ich meine, Solarpanel, genau. So, da geht's jetzt zurück. Ja, fällt aber auch mal oft. Komisch, jetzt kann ich mich mit der Solarzelle verbinden. Oder? Ja. Ah, alles klar.
Ah, wir können die links und rechts drehen. Super, jetzt haben wir es doch, oder? So. Was haben wir denn das Maximale hier? Maximale ist 46. Oh, das sieht aber gut aus. Jo, prima. Wir haben es geschafft. Die Solarzellen optimal ausrichten. 1 von 3 erledigt. Super. Null von 3 ist erledigt. Ja, verstehe nicht. So, wir können uns hier auch nicht mehr verbinden. Die ist jetzt wohl optimal. Gehen wir hier nochmal hoch und versuchen es hier nochmal. Da können wir uns auch nicht verbinden. Ah, hier können wir die anderen... Ah, alles klar. Gott, ich bin auch ein Schlumpf. So, was haben wir denn jetzt hier? 83. Okay. Jo, die haben wir auch ausgerichtet. 1 von 3 erledigt. Das ist jetzt die Frage eigentlich, was ist denn, wenn jetzt... Hier sagt er auch nochmal 73%. So. Nee. Die andere Richtung. Was haben wir da maximal? Okay, ich musste mit der rechten Maustaste rausgehen. Energie 90%. So, das muss ich jetzt auf der anderen Seite auch erreichen. Auf was für Ideen man immer kommen muss. So, komm, wir tanken nochmal Sauerstoff. Ja, super. Das wäre sehr knapp gewesen. Aber wenn ich die jetzt hier oben richtig einstelle, so wie ich es ja eben gelernt habe, oder rausgefunden habe... Dann, und stell die Energie auf 90%. Dann müssen wir schon 2 von 3 haben. So, verbinden. That should do it. Hi Shane, I made a biogauge program so that you can see when Phobos is passing overhead. It circles Mars 3 times a day, you know, and, it is required that everyone downloads this program. I've already added it to your OS to ensure that you don't forget. Thanks. You're welcome. I think it'll really help with morale. So. Stellen wir die noch hin? Vernünftig. Prozent ist eindeutig zu wenig.
Wir können ja mal gucken, die anderen sind in die Richtung. Muss ja das Optimale eigentlich so diese Richtung sein. Declan, the solar panels are now calibrated. Yo, super. Heading up the hill to the conduit. Uh-huh. Yeah, I mean, copy that. Stromleitung aktivieren. Power conduit is shut down. There should be a fuse switch on one of the sides. Okay, Stromversorgung aktivieren, Sicherung der Stromleitung finden. Das ist ja jetzt nochmal ein Abenteuer. Ja, super. Auf jeden Fall haben wir das eine schon geschafft und müssen jetzt gucken. Ah, hier haben wir doch die Interagieren. Ah, prima. Können wir das wieder zumachen? Welcher Idiot hat denn die ganze Zeit an der Stromversorgung rumgefummelt? Na, das werden wir noch rausfinden. Looking good. Power should be back on. Zur Basis zurückkehren. Shane, I've got good news and bad news. Good news, I think we just found water on Mars. Bad news, it is spraying all over the greenhouse. Restoring power must have triggered the pumps, and I'm showing significant pressure loss across the system. Can't be cut off remotely? Nope. Sorry, cowboy. This is a job that requires your hands-on expertise. All right. Heading back now. What did you just do? I have water spraying all over my greenhouse. I would not expect this from a Newhart. Can't you just turn it off? I do not have time for this. You will fix this. Jeez. Who's shitting her cereal? So, jetzt brauchen wir hier natürlich nochmal Energieversorgung. Oder geht das so? Nee. Kann ja nicht funktionieren. Alles klar, müssen wir irgendwo noch die Sicherung entfernen. Ist die Frage, ob wir das unten bei der Station machen. Aber erstmal laden wir nochmal Sauerstoff auf. Oh, schön aufsam. Ja, genau. Schön aufladen. Prima. Alles klar, so. Wir gehen jetzt hier nochmal zurück nach unten und klauen uns da die Sicherung. Können wir ja nicht nehmen. War das eigentlich die im Gebäude? Weiß ich gar nicht. Haben wir die genommen? Boah, ich hab schon echt schon kleine Müdigkeitsanfälle hier. So, umswitchen. Nee, die war draußen. Sauerstoff nochmal aufladen. Die hat uns ja gesagt, welches Fahrzeug wir nehmen sollen, aber ich weiß natürlich gar nicht. Vielleicht ist ja auch das richtige Fahrzeug das, was unten am Fahrstuhl steht. Dann würde es ja Sinn machen, dass wir die Sicherung aus dem Fahrstuhl rausziehen. Oder die Energiezelle und die ins Fahrzeug einsetzen. Ah, cool. So, und zwar das rechte Fahrzeug hier. Die jetzt hier rausnehmen. Setzen die jetzt hier ein.
Haut nicht hin, warum auch immer. Vielleicht noch eine andere Option? Wir können uns nur verbinden. Nee, okay, dann ist das... Achso, wie steht da nicht sogar, wie das Fahrzeug heißt? Ja, das ist ein M90 DAX, das ist natürlich das falsche Fahrzeug auch. Also, wir müssen jetzt irgendwie gucken. Ich weiß nicht, ob ich aus irgendeinem Solarpanel... Was bis jetzt funktionieren? Oben die Batterie nochmal rausnehmen kann oder die Energiezelle und fahr der mit dem Fahrstuhl unten zu meinem Fahrzeug. Das musst du eigentlich hinhauen. Ja, sehr gut. So, jetzt nehmen wir oben mal eine Energiezelle raus. Ich hoffe, das funktioniert. Die können wir nicht rausnehmen, denn war es die andere. Wir brauchen ja eine, um mit dem Fahrstuhl nach unten zu kommen. Sonst kommen wir ja nicht an unser Fahrzeug ran. Nö. Kann ich auch nichts machen. Das ist ja blöd. Ach, wir sind doch auch ohne Fahrstuhl hier hochgekommen. Noch einfach nur hier runterlaufen, dann kommen wir doch zu unserem Fahrzeug. Mann, was für ein Denkfehler. Unglaublich. Wir müssen ein bisschen aufpassen, dass sie hier nicht stolpert. Genau, aber hier rechts ist doch unser Fahrzeug. Ja, es hat doch alles super geklappt. Jetzt mal ein bisschen länger gedauert als... Bei jedem anderen Zocker wahrscheinlich, aber okay. Macht ja trotzdem Spaß. So, müssen wir die Atmosphäre noch umschalten. Oder? Ach nee, Helm müssen wir hier aufbehalten. Jawohl. Fährt er zurück zur Basis? Das ist doch schon mal super. Gucken, ob wir unterwegs noch wem treffen. Ich würde mich kaputt lachen, wenn wir ankommen und dann spinnt die Energie wieder komplett rum. Hey, still fighting that headache? Yeah, I still can't shake that dream. Part of it was a memory from when I was a kid. Weird. It was the last birthday party my mom was around for. She left not long after that. Damn. I know what happened to her. Not really. It was big news when she disappeared. She was a big shot theoretical mathematician. Oh yeah. Everyone knows Dr. Newhart. I mean, I had to read Engineering Dimensions in grad school. All I know is the day after my birthday, I head downstairs for breakfast and I couldn't find her. The basement door was wide open. It was the only place she could be, I thought. So I went down. There was a she wasn't there. Or anywhere. We searched for years. Ja, ich habe mal die Möglichkeit, den Sauerstoff aufzufüllen, nee, ne? Okay, ich bin doch, das war hier auf der Seite. Gottes Willen, ich glaube, ich muss auch gleich erstmal Schluss machen. Also, bin ja so lost hier heute. Naja, irgendwann wird man halt müde, ne, wenn man die ganze Zeit zockt. Okay, dann mal raus. Ich bin mal gespannt, ob wir wieder in die Station kommen. Oder ob wir wieder, ob uns die Station gesperrt wird und wir einen alternativen Weg finden müssen. Well, no better place to tackle your problems than from 130 million miles away, right? Also wie es aussieht, kommen wir rein. Das ist ja gut. Okay, dann können wir die auch wieder auf Innenatmosphäre stellen. Helm hinhängen. Ja, dann willkommen zu Hause. Super.
Ja. Kontrollpunkt erreicht. Oh, das sieht aber schick aus. Und hier los. Aber bevor es hier weitergeht und bevor wir wieder reingehen ins Game und weiterzocken, es macht echt Spaß, würde ich sagen, wir machen hier erstmal Schluss. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Tut mir leid, dass es an manchen Stellen ein bisschen gehapert hat und ein bisschen holprig war. Aber wenn euch das Video trotzdem gefallen hat, hinterlasst einen Daumen nach oben und abonniert den Kanal. Und dann sage ich schon mal Danke und Tschüss, bis zum nächsten Mal.